Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schmusipu. Ja, ich wollte euch heute noch mal etwas mitnehmen. Oder besser gesagt, wir beide. Wir fahren nämlich heute nach langer, langer Zeit mal wieder zu der Sabine. Ja, haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. Vor Corona hat das auch irgendwie nie hingehauen. Und jetzt die ganze Zeit mit Corona war das ja auch nicht so möglich. Und heute, ja, heute wollen wir das da mal wieder in Angriff nehmen, sage ich jetzt mal. Hier liegt der kleine Dwayne drin, in dem Korb hier. Den nehme ich heute mal mit. Sie hat ja so einige Babys von mir noch nicht gesehen, die neu sind in meiner Nursery. Werde ich ihr erstmal den kleinen Zwerg hier vorstellen. Habe ich eben umgezogen. Ja, hat jetzt so ein dünneres Oberteil an. Ist zwar heute nicht warm, aber kalt ist es auch nicht und er ist ja noch gut in der Decke eingepackt. Dann hat er hier so einen Strampler an mit dem Häschen drauf. Ja, und seine Schlüppchen hier schön eingemummelt. Ja, mal gucken, wie viel ich heute filme. Ja, lasst euch einfach mal überraschen, ne? Ich melde mich dann später nochmal. Bis dann. So, ihr Lieben. Bin jetzt hier bei Sabine. Hier, was mit der Rose hier? Gehörte die auch noch mit dabei? Ja. Die habe ich vergessen wieder einzupacken. So, ich fange mal hier an. Die beiden Süßen hier. Die sind so süß. Auch ein ganz toller Bausatz. Der könnte mir auch gefallen an Wachbabys. Ja. Yes. Ja, der Wickeltisch. Da haben wir gerade, ja, besser gesagt, die Sabine hat gerade Jule umgezogen. Erst ausgezogen, dann wieder angezogen. Ja, die Namen weiß ich jetzt alle nicht mehr. Darum zeige ich die Babys nur ohne Namen. Das ist auch ein süßer Schatz hier. Ne? Ja. Dann gehen wir hier weiter. Nochmal Zwillinge. Und ein süßes Schokomäuschen hier. Magst du mal winken? Hallo. Oh Gott, bist du süß. Die hat ja Augen. So süße Kulleraugen. Da hat auch jemand Spaß. Die muss ich mir, glaube ich, gleich auch noch mal krallen hier. Aber nicht runterfallen, ne? Ne? Die liegt hier so. Entspannt. Ganz entspannt, genau. Was ist das überhaupt? Eine Schnecke oder was ist das? Ja, Oder eine Raupe? Schnecke würde ich sagen. Eine Schnecke. Dann sind noch mal Zwillinge hier. Da ist noch jemand. Ja, hier liegt der Dwayne. Den habe ich ja heute mitgenommen. Der schlummert vor sich hin. Ja, der liegt hier beim Julian, ne? Julian im Arm. War das richtig? Nee, Joshua. Ach, Joshua. Ja, das war, glaube ich, einer von beiden Julian, Der ne? linke. Ach, ich verwechsel die alle. Julian und Joel, das sind die Zwillinge. Ah, ja, ich kann es mir einfach nicht Ist merken. auch schwer, alles mit J. Da hinten sitzen zwei süße Teddys. Janik und Jason sind da. Und da sind noch zwei versteckt, ganz, ganz weit unten in der Ecke. Oh, die tuscheln. Da müssen wir aufpassen. Da ist noch ein Mäuschen. Ja, und die Maus ist eben umgezogen worden. Oh, das ist ein toller Maxi-Cosi hier. Der hat eine ganz tolle Farbe.
Richtig schön pink. Ne? Deswegen lacht die auch so, die finden den toll. Auf jeden Fall. Nochmal Zwillinge. Und nochmal Zwillinge. Die beiden hier. Du siehst ja gar nichts, Mäuschen. So. Ja, ihr habt Sonnenmützen an. Wo ist die Sonne denn? Die Sonne sich versteckt hinter den Wolken. Die scheint hinter den Wolken zu bleiben, ne? Hier liegt ein Schäfchen. Ne? Ein tolles Schäfchen. Jetzt hast du auch schon einige Mäuse, wa? 16. Eine starke Sammlung. 16 habe ich jetzt. Ja. Mein Mann hat gesagt, jetzt wird erstmal gut. Hat er das nicht schon mal gesagt? Ja. Gut, Schon mal gut. gesagt, ja. Ja, gut, dann habt ihr jetzt noch mal alle gesehen. Alle auf einmal. Jo. Dann bis gleich noch mal. Hallo, ihr Lieben. Ja, ich wollte ja noch einen Schluss abdrehen von meinem Besuch bei der lieben Sabine. Ich hatte ja da gar nicht mehr gefilmt. Ich hatte ja nur einmal die Kamera an und ja, nachher ist irgendwie die Zeit so davongelaufen und wir haben uns ja auch jetzt ziemlich lange nicht gesehen. Ja, und dann haben wir viel gequatscht und dann habe ich nachher auch gar nicht mehr dran gedacht zu filmen. Sie hat mir dann noch was mitgegeben, das wollte ich euch dann jetzt noch zeigen. Hier liegt der kleine Mann übrigens. Der Dwayne, der war ja mit. Ja, habe ich hier noch mal hingelegt. Ja, und wie gesagt, Sabine hat mir noch Sachen mitgegeben, die wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Ich habe ja eigentlich genug, aber ich habe ja jetzt zuletzt noch einiges aussortiert und weitergegeben. Und ein paar Sachen habe ich jetzt gespendet. Ja, und das werde ich von Zeit zu Zeit sowieso immer machen, mal was aussortieren, damit man auch immer mal was anderes dazwischen hat und also an Sachen und nicht immer nur dieselben Sachen. Deswegen habe ich die erstmal mitgenommen. Und zwar einmal hat sie mir mitgegeben, so ein Zweiteiler. Den fand ich total süß. Den meinte sie für Dwayne, aber der ist ihm viel zu groß. Das Größe 56, da passt er sowieso nicht rein. Aber ich habe ja Babys, die da reinpassen. Richtig süß gemacht. Hier mit diesen so gemacht, als wenn man da Söckchen drunter anhat. Total niedlich. Den fand ich so schön. Dann, ja, sagte sie, wenn du den magst, kannst du den gerne haben. Habe ich gesagt, gut. Dann hat sie mir noch hier so ein Set mitgegeben mit zwei Hosen und dann dieses süße, süße Kleidchen drauf mit Minnie Maus und dieses Stirnband noch. Mal gucken, wer das bekommt. Ich denke mal, eins der Mädels wird da schon reinpassen. Dann hat sie mir ganz viele Schlafis mitgegeben, weil sie keine Schlafis mag. Ja, einmal diesen hier. Den fand ich total schön. Oder den finde ich total schön. Besser gesagt. Mal was ganz anderes. Vor allen Dingen können Mädchen und Jungen den tragen, ne? Ja. Finde ich sehr schön. Dann einmal so ein. Auch so mit Streifen. Streifen mag ich ja auch total gerne. Und da ist so ein Weihnachtsbär drauf oder ja, Nikolaus. Den könnte man quasi auch zur Weihnachtszeit nehmen.
Ja, weil viele ja die Babys dann umziehen. Dann hier diesen, den finde ich auch total süß. Den finde ich so süß. Ich bin ja sowieso ein Fan von Sternen auch. Ja, der ist auch total süß. Und hier mit den Augen drauf. Ja. Dann einmal so, eigentlich für Zwillinge. Den habe ich jetzt doppelt. Aber das kann sein, dass ich die vielleicht an jemanden gebe, die Zwillinge hat. Ich wüsste da vielleicht auch jemand. Ich muss mal nachfragen, ob da Interesse besteht. Süß mit dem Dino drauf hier. Was ist das für eine Größe? Muss ich näher mal gucken. Dann so einen bunten mit Schmetterlinge drauf. Total schön. Den finde ich besonders schön. Hier mit so im maritimen Look. Richtig klasse. Stelle ich mir die Babys richtig süß drin vor in so Schlafis. Also ich mag ja Schlafis. Dann so einen mit einem kleinen Hund drauf. Und auch wieder mit Sterne. Ja. Hier die Füße. Auch süß gemacht. Dann den hier noch. Der ist auch sehr hübsch. Die Farben sind toll. Mit so einem Vogelhäuschen, Vögelchen drauf. Richtig süß gemacht. Und der letzte, diesen hier, den finde ich auch sehr schön. Und den kann man ja auch so anziehen. Den muss man ja nicht unbedingt als Schlafi nehmen. Mit diesen Rüsch, also gerüscht hier. Und das sieht richtig schick aus. Und hier mit Herzchen. Ne? Herzchen sind ja auch meine Favoriten. So als Herzchentasche. Ja. Ne? Also das ist schon eher. Ja, schon fast kein Schlafi mehr, finde ich. Kann man auch den Babys so anziehen und einfach in den Kinderwagen oder in die Wiege oder ins Bettchen legen. Finde ich total süß. Das ist Größe 50, 56. Das fällt aber groß aus. Ich hätte jetzt drauf getippt, 62, 68. Naja, gut. Ja, die Sachen hat sie mir noch mitgegeben. Und ja, den einen oder anderen werdet ihr bestimmt noch mal sehen. Ja, ich muss unbedingt mal mehr Umziehvideos machen und vor allen Dingen auch mal wieder eine Runde machen hier durch meine Nursery. Aber im Moment kommt mir immer irgendwas dazwischen. Ja, das war jetzt das, was ich euch noch zeigen wollte, was ich mitgenommen habe, als ich bei Sabine war. Jo, dann werde ich jetzt das Video mal hochladen. Ne? Dwayne lässt sich gar nicht stören, der kleine Schatz. Ja, die Sabine fand den auch ganz süß. Ja. Ja, meine Lieben, dann melde ich mich dann hoffentlich bald wieder bei euch. Danke fürs Reinschauen. Ich grüße alle ganz lieb und wünsche euch alles Liebe und Gute. Bis bald, eure Schmusipu. Tschüss.